Ja, da verlinke ich euch mal das Video von dem M-Core. Der hat da eine richtige Lightshow gezaubert mit dem Teil. Man kann das auch übers Handy steuern und alles. Also was da alles geht, das weiß ich selber noch nicht. Jo Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video geht es um das Unboxing meiner neuen Tastatur, der Rocket Rise MK Pro. Ja, das ist das Topmodell aller Rocket-Tastaturen und hat die ganze Zeit 180 Euro gekostet. Jeden Tag gehe ich auf Amazon und das Ding kostet 179 Euro. Letztens nichts ahnend, oder wie Inscope sagen würde, habe ich mir nichts Böses gedacht. Gehe auf Amazon und auf einmal sehe ich das Teil für 129. Und da habe ich natürlich dann mal sofort zugeschlagen und mir das Ding natürlich in der Top-Variante geholt. Und dann hier ist das gute Stück. So, ich hatte ja davor hier die Rocket ist cool, einfach mit blauer Beleuchtung. Geht auch, aber ist eben nicht mechanisch. Jetzt wollte ich dann doch mal was Mechanisches machen. So, also hier haben wir den Karton. So schaut er aus. Wir haben hier 1000 Hertz Pulling Rate. Ich habe die Version mit den blauen Cherry MX Schaltern, so dass ich eben ein taktiles und noch ein Audio Feedback dazu habe. So. Ist schon wieder sehr edel verpackt. Noch edler verpackt jetzt. Ich lege das mal in den Hintergrund. So, hier haben wir nochmal richtig schön groß Rocket Rise drauf stehen im Mattschwarz. Sieht sehr, sehr edel aus. Aber naja, was will man sonst für den Preis noch erwarten? Und da haben wir diese Tastatur. Wahnsinn. Oh, ist die schwer. So, ist hier noch was drin? Ja. Der Quick Installation Guide, aber mehr wird hier wahrscheinlich nicht dran sein. Und wow, krass, hier ist das Ding. Die Abdeckung abnehmen. Ziehen wir hier natürlich das mal noch ab. Wahnsinn, wie edel ist das denn? Also wie gesagt, das ist das Topmodell. Wir haben hier natürlich zwei USB-Schnittstellen. Wir haben hier noch das Mikrofon und die Kopfhörer, die wir hier direkt anschließen können. Wir haben hier noch ein extrem dickes Kabel, weil eben die ganzen Anschlüsse dort verlaufen. Hier zum Vergleich, die ISKU, die hat eben nur das eine. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ist der Druck, liebe Freunde. Oh ja. Jawohl. Jawohl. Mal schauen, ob mir das Knacken dann nach einer Zeit extrem auf die Nerven geht. Aber jetzt, ich wollte das schon immer mal haben mit diesen. Oh yes. Knacken. So, extrem stabil ist das Teil auch. Wir haben ja natürlich die Füße, ganz klar. Rutschfest zur Unterseite. Und extrem stabil. Man kann das Teil kein Millimeter verbiegen. Hier haben wir natürlich die Makros. Ich lege die mal noch mit dazu. Die hatten wir hier bei der ISKU ja auch schon gehabt. Ja. Hier können wir die Profile switchen. Ja, und eben noch die Anschlüsse auf der und der Seite. Jetzt versuche ich mal noch das Ding hier mit zum Leuchten zu bringen. Natürlich müsste man dann erst jetzt mal noch den Treiber und alles von der Webseite runterladen. Aber das mache ich jetzt in dem Video nicht. Da verlinke ich dann mal euch ein schönes Video von dem M-Core. Der hat. Oh, hier ist noch ein zweiter Anschluss. Wir haben hier zweimal USB. Das eine hier, das andere da und dann noch zweimal Audio.
Ja, da verlinke ich euch mal das Video von dem M-Core. Der hat da eine richtige Lightshow gezaubert mit dem Teil. Man kann das auch übers Handy steuern und alles. Also was da alles geht, das weiß ich selber noch nicht. Hier ist zum Beispiel das aktiviert, was man gerade drückt. Ihr seht es hoffentlich. Die gehen dann nach einer Zeit aus. Und die Standardteile sind halt immer an, wie WASD, die Makros, die F1, also die F-Tasten. Und noch die Pfeiltasten, genau wie die hier unten. Ja, und der Rest ist jetzt zurzeit gerade so. Man kann das natürlich alles noch umstellen, das ist ja kein Problem. Sehr schön. Druckpunkt, wunderbar. Blaue Cherry MX. Wir können auch mal drunter schauen. Da. Ja, da ist jetzt natürlich das Licht an. Also die Stecker sehen so aus. Und. Ja, jetzt sieht man es. Hier sind die blauen. Darunter ist hier die Beleuchtung. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Seht es. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, schöne Spielerei, die Tastatur. Wer jetzt auch ein Schnäppchen machen will, der geht mal auf Amazon. Wie gesagt, das Teil ist extrem günstig jetzt geworden. Und ja. Ach, die gehen sogar aus, wenn man klickt jetzt. Danach gehen sie wieder an. Auch nicht schlecht. Ja, das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich auch übers Abonnieren freuen. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal, Freunde.